Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bolk-Stoßdämpfer exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Um die hinteren Stoßdämpfer an deinem Wagen zu wechseln, musst du den hinteren Teil anheben und die Räder entfernen, damit du ungehindert Zugang zum Federungssystem hast. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern, hebe den hinteren Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial »Deinen Wagen sicher anheben« anzuschauen. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unter das Auto zu schieben. Entferne zuerst die hintere Radabdeckung. Das erleichtert dir den Zugang zu den oberen Halteschrauben des Stoßdämpfers. Nimm dir dazu einen T20er Torx-Schlüssel und einen T25er Torx-Schlüssel zur Hand. Entferne die Schrauben. Entferne dann die Metallklemmen mit einem Flachschraubenzieher. Entferne dann den Stoßdämpfer. Du kannst nun die hinteren Stoßdämpfer deines Wagens sehen. Mit einem Steckschlüssel, einer langen Verlängerung und einem 16 mm Einsatz lockerst und entfernst du die beiden oberen Halteschrauben. Diese Elemente sind oft sehr schwergängig, deshalb kannst du ruhig Kriechöl verwenden, um den Vorgang zu erleichtern. Löse dann mit einem 21er Maulschlüssel die untere Schraube vom Stoßdämpfer. Beende das Abschrauben von Hand und entferne die Schraube. Du kannst nun den Stoßdämpfer entfernen. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Du findest die im Video verwendeten Bolkteile und Produkte auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Blockiere die Stoßdämpfer in einem Schraubstock. Entferne die Kunststoffabdeckung. Entferne die Mutter des Stoßdämpfertellers mit einem gekröpften 22er Schlüssel und blockiere gleichzeitig die Stoßdämpferstange mit einem Schraubenschlüssel. Wenn du deine Stoßdämpfer wechselst, kannst du auch den Stoßdämpferteller sowie das Anschlagpuffer und seinen Schutzbalg wechseln. Du kannst sie je nach Abnutzung auch wiederverwenden. Entferne den Stoßdämpferteller. Nimm dir den neuen Stoßdämpfer zur Hand. Der Zylinder muss mehrmals gepumpt werden, um das System zu entlüften. Löse die Mutter von der Stange. Setze Schaumgummi auf den Schutzbalg und auf die obere Halterung am Stoßdämpfer. Bringe den Stoßdämpferteller an. Blockiere dazu die Stoßdämpferstange in einem Schraubstock. Ziehe mit Hilfe des gekröpften Schlüssels fest an. Schraube ihn schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Nimm die Kunststoffabdeckung vom alten Stoßdämpferteller ab und bringe sie an. Platziere den Stoßdämpfer und bringe die innere Halteschraube an. Ziehe sie dann an. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Du kannst dir einen Wagenheber zu Hilfe nehmen, um die Schraubenlöcher des Stoßdämpferbechers auszurichten. Blockiere sie dann mit dem Steckschlüssel. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel fest. Du kannst nun den Wagenheber entfernen. Bringe die Radabdeckung wieder an und passe dabei darauf auf, dass du alle Schrauben wieder einsetzt und schraube sie an, ohne zu forcieren. Bringe dann den Spritzschutz und die Klemmen wieder an.
Du kannst nun denselben Vorgang auf der anderen Seite wiederholen. Du kannst dann die Räder wieder an deinem Wagen anbringen. Stelle dein Auto wieder auf den Boden und blockiere die Räder gut. Vorgang beendet. Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool.